Eine der gefährlichsten Situationen, die, wie ich finde, die es noch gibt, außer des zu engen Überholens von hinten, ist diese Situation hier. Enge Straßen, einseitig zugeparkt, Autos, die einem entgegenkommen und Autofahrer, die die Möglichkeiten des Wartens nicht nutzen. Wobei eigentlich ganz klar ist, wenn das Hindernis auf deren Seite ist, dass sie entsprechend eine Möglichkeit des Zur-Seite-Fahrens nutzen müssen, um den entgegenkommenden Verkehr durchzulassen. Wobei Autofahrer meistens denken, ach, der Radfahrer ist ja schmal genug, da passe ich ja noch irgendwie vorbei. Was natürlich dann in dem Fall sehr gefährlich werden kann, wenn der Abstand zwischen dem Seitenspiegel des Autofahrers und des Lenkers des Radfahrers einfach zu eng ist und es dort zu Unfällen kommen kann. Aber das schauen wir uns jetzt in diesem Video nochmal genauer an. Hier sieht man nochmal sehr schön am Hand des Seitenspiegels des Autos, wie wenig Platz hier eigentlich noch ist. Auch wenn man sich mal schaut, wie schmal das Stück der Fahrbahn noch ist, welcher dem Radfahrer noch bleibt, da merkt man, wie eng diese Situationen im Grunde eigentlich sind. Diese Szene täuscht ein bisschen. Ja gut, er war natürlich viel zu schnell in dieser 30er-Zone unterwegs, aber man darf nicht vergessen, dass diese Situation einem nicht in der Kamera, also persönlich, ganz anders vorkommt. Das Licht blendet einen dermaßen, dass man nur die weißen Lichter des Autos sieht und alles andere drumherum ist eigentlich schwarz, weil die Augen das gar nicht differenzieren können. Und man sieht gar nicht, wohin man eigentlich fährt und hofft eigentlich nur, dass ja, dass man nicht gegen das Auto knallt. Auch hier haben wir die Situation, dass der Autofahrer mich mit meiner gelben Warnweste mit Sicherheit schon seit langer, langer Zeit gesehen hat. Nur leider hat es ihn auch wie diesmal wieder nicht interessiert. Hier haben wir ein Positivbeispiel. Er wartet schön, bis ich vorbei bin. Und auch er da vorne wird mich mit Sicherheit schon gesehen haben, aufgrund meiner Warnweste und meines Lichtes. Da wäre Platz gewesen. Man rast einfach dran vorbei. Das Problem ist ja, dass zum großen Teil wirklich auch Plätze da sind, an denen gewartet werden kann. Aber diese einfach nur, ja, einfach nicht genutzt werden, weil man müsste ja abbremsen und das passt schon irgendwie, wenn man sich da noch vorbeiquetscht. Das ist auch ein netter Parkplatz hier auf dem Gehweg. In dieser Situation fahren wir jetzt in eine unechte Einbahnstraße rein, das heißt, die Einfahrt in diese Richtung ist für Autos verboten, für Fahrräder freigegeben. Und auf der anderen Seite steht kein passendes Schild für eine Einbahnstraße. Hier wäre genug Platz gewesen, um auszuweichen. Aber man fährt lieber geradeaus weiter. Auch hier wieder enge Situation. Ich fahre mit Licht und Warnweste, bin also von weitem zu sehen. Trotzdem fährt man in diese Engstelle rein. Und auch hier wäre Platz gewesen. Oder man hätte einfach am Anfang der Engstelle gewartet. Hier zum Beispiel. Diese ganzen Situationen gehen mir jetzt langsam so auf die Nerven, dass ich mir Folgendes überlegt habe. Wenn ich sehe, da kommt jemand, halte ich mittig in der Fahrbahn an, vor einer Ausweichstelle, zeige dann auf die
Stelle und fahre dann vorbei. Ansonsten wäre auch dieser Autofahrer mit voller Geschwindigkeit an mir vorbeigefahren. Und man darf nicht vergessen, ich habe meine 30 km/h, er hat 30 km/h, sind zusammen 60 km/h Geschwindigkeitsunterschied. Übrigens guter Parkplatz hier. Und man denkt immer, ach, ich fahre ja nur 30. Ja, aber der andere fährt auch 30. Und schon sind es 60. Und wenn man mit 60 km/h Unterschied aneinander vorbeifährt, ist das halt doch schon eine ganze Menge. In dieser Situation kann man super erkennen, warum es so wichtig ist, dass man genügend Abstand zu parkenden Fahrzeugen lässt. Hier sehen wir den Feuerwehrwagen, der hier parkt, wahrscheinlich im Einsatz ist, von daher werde ich da jetzt keinen Kommentar zu abgeben, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber hier steht, er steht jetzt hier. Ich gehe mal davon aus, es ist ein Einsatz, ich gehe mal davon aus, es ist richtig so. Ist auch vollkommen in Ordnung. Da habe ich kein Problem mit, er steht jetzt hier. Was ich an dieser Situation sehr, sehr gut finde, und dafür lobe ich den Feuerwehrmann auf jeden Fall zu 100%, dass er die Tür mit dem holländischen Griff öffnet. Das heißt, er öffnet die Tür mit der falschen Hand, also nicht mit der Hand, in der man in Deutschland die Tür öffnet, nämlich mit der rechten Hand, sondern in dem Fall mit der linken Hand, wodurch er gezwungen ist, nach hinten zu schauen. Wer sieht, er guckt genau in unsere Richtung. Er hat die linke Hand an der Tür, mit der er sie öffnet und kann in dem Fall rückwärtig gucken, ob da jemand kommt. Hätte er die Tür mit der rechten Hand geöffnet, hätte er geradeaus geschaut und hätte den Radfahrer nicht gesehen, hätte die Tür nicht nur einen Spalt geöffnet, sondern komplett geöffnet und dann hätte es zu spät sein können. Es ist natürlich aber auch ein gutes Beispiel dafür, warum man diesen Mindestabstand von 1 Meter zu parkenden Fahrzeugen einhalten sollte. Nicht nur in diesem Fall wie hier, sondern auch, wenn man auf der Fahrbahn fährt. Denn dann ist es einfacher, dieser Tür im Grunde auch auszuweichen. Ja, und dieser Radfahrer macht alles falsch, was man falsch machen kann. Auf einem benutzungspflichtigen Radweg auf der Fahrbahn fahren, falsch, über Rot fahren, falsch, abbiegen nicht anzeigen, falsch. Alles falsch.